Hallihallo, ihr süßen Mäuse, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In meinem heutigen Video habe ich für euch einen kleinen Fashion Haul. Es wird auch so ein bisschen Try-on-Haul sein, aber eher Fashion-Haul. Das heißt, ich zeige euch, was ich gekauft habe. Bei mir ist es so, ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel aussortiert. Ich habe gespendet, ich habe meinen Geschwistern Sachen gegeben und ich wollte einfach irgendwie auch Platz schaffen. Einmal für weniger Klamotten und auch für Sachen, ja, die ich halt, wo ich weiß, die werde ich richtig, richtig lange tragen. Ihr wisst, ich versuche ja auch seit letzten Jahr minimalistischer zu leben und obwohl mir das halt sehr schwer fällt und halt auch mehr auch nachhaltiger und ich hatte darüber ja auch mal Videos gemacht, das habe ich euch hier auf jeden Fall nochmal verlinkt, also schaut da auf jeden Fall mal rein. Auf jeden Fall habe ich jetzt vor kurzem die Netflix-Serie Aufräumen mit Marie Kondo entdeckt und das hat mich ziemlich inspiriert und daraufhin habe ich sehr viel aussortiert, sehr viel umgeräumt und habe auch Platz geschaffen für neue Sachen. Ich wollte mir ein paar neue Sachen holen, also Sachen, die man wirklich auch lange benutzen kann und tragen kann, weil ich sie persönlich sehr mag. Und ja, und ich freue mich darauf, euch heute die Sachen vorstellen zu können. Und es ist auf jeden Fall sehr günstig, also ihr werdet auf jeden Fall euren Geldbeutel schonen. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Ich persönlich finde es immer ziemlich schwer, Fashion-Videos zu drehen und weil man natürlich halt beim Film hat man ja nur einen bestimmten Ausschnitt, das heißt die Beine sind immer weg. Gut, ich könnte es natürlich auch so filmen, also sag ich mal so quer nenne ich es jetzt mal, aber das Problem ist halt, oder waagerecht, sorry, jetzt komme ich ganz durcheinander. Das ist auf jeden Fall das erste Outfit und ich bin mega happy damit. Sowas habe ich mir schon seit Jahren irgendwie gewünscht, dass ich einfach auch mal mehr in diese elegantere Richtung gehe, in das etwas schickere. Dieser Blazer ist von Primark und hat 26 Euro gekostet und ich blende euch hier auf jeden Fall alle Preise ein zu den jeweiligen Klamotten und ja, ich finde den wirklich sehr, sehr, sehr schön. Die Länge ist sehr cool und man hat hier halt auch noch so ein Bändchen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, man hat hier nichts, um es sozusagen ja mal festzumachen. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich noch so eine kleine Öse oder wie sich das nennt, halt annähen, einfach, dass ich sie auch mal so einhaken kann. Das heißt, falls ich das Band hier rausnehme. Darunter trage ich einen Schlangen-Body von New Yorker und ich liebe im Moment Bodies. Ich mag das sehr gerne, auch mit denen feiern zu gehen. Ich finde das sehr angenehm und das ist halt in so einer Schlangenoptik. Hier hinten ist es halt durchsichtig, also man sieht auf jeden Fall den BH darunter. Dieser Body ist auf jeden Fall reduziert und zwar auf 7 Euro und ich habe ihn mir auch in der anderen Farbe mitgenommen. Es gibt den nämlich auch im Tiger-Look und das fand ich einfach so cool und ich finde auch den Stoff sehr angenehm. Deswegen muss ich den auf jeden Fall mitnehmen. Der sitzt auch sehr gut, also auch von der Länge passt es perfekt. Und dazu trage ich diese Hose von Primark. Diese Hose hat so eine Waschung. Sie hat 13 Euro gekostet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe sie. Ich habe mir diese Hose in 4 Farben gekauft. Wirklich in 4 Farben. Einmal noch in diesem helleren Jeans-Ton. Dann in dem dunkleren Jeans-Ton. Und in Schwarz. Und warum ich das gemacht habe, ist einmal, weil der Preis wirklich unschlagbar ist, 13 Euro. Und sie sitzt einfach perfekt. Ich finde, das ist die bestsitzende Hose, die ich jemals bei Primark hatte. An der Taille, an der Hüfte, am Po. Es ist wirklich super. Und durch die Waschung sieht es halt auch nicht so... Ja, ich mag das nicht, wenn die Stoffe so einheitlich dann aussehen, dann sieht das so ein bisschen billig aus. Ich finde, durch diese Waschung sieht das sehr, sehr, sehr gut aus. Außerdem, was jetzt auch neu ist beim Primark und was ich richtig gut finde, man bekommt jetzt Längen. Das heißt, du bekommst die Hose nicht in diese Einheitsgröße, sondern es gibt dir, also Einheitsgröße, es gab schon die Größen 36, 38, ne, bis hoch, ich glaube, bis... Ich glaube, wie groß haben die? Bis 46 oder 54. Auf jeden Fall bekamst du schon die anderen Größen, aber von der Länge war es immer gleich. Und jetzt bekommst du bei Primark auch Längen. Das heißt, du kriegst die eine 28er, eine 30er, eine 32er oder sogar 34er Länge. Das ist jetzt eine 32er Länge. Und ich finde das einfach mega cool, weil ich dadurch nicht mehr das Problem habe, dass die Hosen manchmal dann doch zu kurz wirken. Und da finde ich, da hat Primark auf jeden Fall mitgedacht. Ich würde dazu euch gerne auch noch die Handtasche zeigen, denn
Dazu würde ich zum Beispiel so eine Handtasche tragen. Diese habe ich auch von Primark. Die ist gerade im Sale für 5 Euro. Und ich finde die einfach mega cool. Was ich schön finde, dass man hier einen Reißverschluss hat. Das ist so für mich so eine Partyhandtasche. Aber ich würde es auch so tragen zur Arbeit etc. Man kriegt natürlich nicht so viel da hinein. Aber ich finde das cool, dass man es oben zumachen kann, dass sozusagen nichts rausfällt oder da irgendjemand reinkrapschen kann. Und ich finde mit dem Bläser und mit dem Gürtel wirkt das auf jeden Fall mega cool. Dazu habe ich mir auch Schuhe geholt, und zwar diese hier. Das sind Schuhe von Deichmann. Ich liebe Deichmann-Schuhe. Ich bin 1,75 groß, das werde ich immer wieder gefragt. Ich bin 1,75 groß und habe Schuhgröße 42-43. Früher hatte ich mega Komplexe wegen meinen Füßen. Heutzutage bin ich dankbar dafür, dass ich Füße habe, dass ich laufen kann. Und eigentlich habe ich jetzt gar keine Probleme mehr mit meinen Schuhen, mit meinen Füßen und auch nicht mit meinen Schuhen, nämlich dank Deichmann. Ich kaufe meine Schuhe immer bei Deichmann, weil einfach, ja, die Schuhe passen einfach. Die sind nicht zu klein und die haben auch Übergrößen. Das heißt, es gibt das sogar bis 44. Und diese Schuhe habe ich jetzt zum Beispiel in 43 gekauft. Und ich finde die einfach mega angenehm. Die sitzen sehr schön und ich freue mich schon im Sommer, die zu tragen. Bisher konnte ich sie noch nicht ausführen. Das nächste Outfit, was ich euch zeige, ist diese Zebra-Bluse. Die ist von Primark. Die gibt es gerade im Sale, also ab zum nächsten Primark. Kostet 3 Euro, also reduziert, ich glaube, von 10 auf 3. Und als ich die gesehen habe, dachte ich mir so, hey, die sind richtig geil aus, hat so ein bisschen so ein 80er-Vibe. Und dazu trage ich halt die Hose, die ich euch gerade schon in Grau gezeigt habe, in Schwarz. Ich finde die sehr angenehm, weil die sitzt zwar eng, aber auch nicht zu eng. Und die gibt auf jeden Fall einen sehr schönen Look. Ich habe auch schon sehr viele Komplimente dafür bekommen. Und kombiniert habe ich das mit diesen Neon-Ohrringen. Die gibt es auch gerade bei Primark im Sale. Auch die Ohrringe, die ich davor getragen habe, waren auch von Primark im Sale. Und fand die einfach mega cool und stylisch und wollte halt so ein bisschen Farbe auch reinbringen. Und es ist halt auch locker, also man fühlt sich nicht so eingeengt. Und das würde ich kombinieren zum Beispiel mit Turnschuhen. Da habe ich hier zum Beispiel mir diese geholt. Die sind auch von Deichmann und die sind super soft und angenehm zu tragen. Und man hat das Gefühl, man läuft auf Federn. Und die werde ich mir, glaube ich, nochmal in einer anderen Farbe bestellen, weil ich finde die wirklich sehr, sehr, sehr cool. Und wirklich super angenehm und kosten halt auch. Dann habe ich mir auch mitgenommen von Deichmann dieses Paar. Mega Hammer. Gut, mit der Bluse würde ich es jetzt nicht kombinieren, weil Zebra und Tiger passt, glaube ich, nicht zusammen. Ich glaube, auch in der Natur mögen die sich nicht so gerne. Aber ich habe zum Beispiel hier auch eine schwarze Bluse mir geholt. Die gab es auch im Sale bei Primark. Und im Moment gehe ich so wirklich gerne zu diesem, ja, sage ich mal, zu diesem Büro-Schick zurück. Aber ich möchte es gerne mit coolen Accessoires kombinieren. Und das ist auf jeden Fall eine schwarze Seidenbluse. Die hatte ich auch in meinem Haarfärbevideo mit Yves. Ich habe euch das hier oben auf jeden Fall nochmal verlinkt. Dort trage ich die auch und ich finde, die sitzt sehr, sehr gut und sieht sehr elegant aus. Und ja, die gab es auf jeden Fall auch im Sale für, ich glaube, 5 Euro habe ich die bekommen. Eigentlich ist es gar nicht so viel, was ich gekauft habe. Es sind eigentlich nur, sag ich mal, Kleinigkeiten. Und ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht viel Geld dafür bezahlt, weil fast alles im Sale war. Ich gucke gerne immer so in Sale-Sachen rein, weil ich immer so einzelne Stücke finde, wo ich denke mir, krass, das sieht richtig stylisch aus. Bei mir ist es halt so, ich möchte gerne Sachen haben, die irgendwie was Besonderes haben, die so ein bisschen das gewisse Extra haben, weil ich schon so in den letzten Monaten fand ich so, was das angeht, ich habe ja einfach gar keinen Spaß mehr daran. Also ich habe mich zwar angezogen und es war immer Jeans, Pullover, ab zur Arbeit und jetzt gerade entwickle ich wieder so ein bisschen so Spaß an Klamotten. So ein bisschen, hey, das soll irgendwie cool aussehen, das soll irgendwie was haben, ein bisschen stylisch. Und das, ja, im Moment gucke ich halt deswegen immer so nach Sachen, wo ich sage, hey, hat das irgendwas Besonderes? Das muss jetzt auch nicht immer Sale sein, aber im Moment gibt es irgendwie coole Sachen. Und deswegen wollte ich gerne das Video auch schnell drehen, damit ihr euch die Sachen eventuell dann auch noch nachkaufen könnt. Ein Ding, was ich mir auch geholt habe, ist dieses hier. Das ist auch von Primark, das war im Sale. Und ich habe das durch Zufall entdeckt und ich finde das richtig cool hier mit diesen goldenen
Ketten und so. Und darunter würde ich dann halt einen schwarzen Body anziehen oder halt auch einen andersfarbenen Body. Und ich hatte das auch schon ein paar Mal jetzt im Büro an und ich finde das mega schön. Das hat irgendwie was, ist aber auch nicht zu viel. Und zum Beispiel kann man es dann auch zum Weggehen anziehen. Da würde ich dann zum Beispiel einfach nur ein BH drunter anziehen mit einer High-Waist-Hose. Richtig cool ist dieses Stück, dieser Pullover. Als ich den gesehen habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, der sieht so cool aus. Und ich habe den halt auch schon ein, zwei Mal getragen. Und der war halt auch im Sale. Und ich mag diese Optik. Das kannst du zum Beispiel sehr gut mit einem schwarzen Rock anziehen. Mit so einem High-Waist-Rock, da habe ich halt einen. Oder halt mit einer schwarzen Hose. Es ist schon ein bisschen bauchfrei. Deswegen hatte ich jetzt letztens so einen Body drunter angezogen, aber ich finde das auf jeden Fall ein richtig cooles Muster und das ist etwas, was ich wirklich jahrelang tragen werde, weil ich weiß einfach, dass mir dieses Muster und so, dass das sehr gefällt und deswegen ist das nicht so nach dem Motto einmal nett verpackt und dann weg, ne? Sondern das sind so Sachen, wo ich weiß, okay, die haben irgendwie sowas Klassisches, das kann man lange, lange tragen und nutzen, ohne dass es halt so, ja, einen dann langweilt. Auch mitgenommen habe ich halt diesen Pullover, den fand ich auch super cute, den gab es bei New Yorker im Sale. Ich liebe graue Sachen und ich finde das total schön, hier mit diesen Rosen. Und das sind so eine Art Pullover, die ich im Moment sehr gerne trage, wenn ich Pullover trage im Büro. Dann habe ich mir noch mitgenommen ein T-Shirt und zwar dieses. Das habe ich ja auch schon in meinem einen Video getragen und ich finde das einfach mega Hammer. Das gab es bei Primark, das kostete ungefähr 5 Euro und ich liebe diese Camouflage-Optik. Und das zum Beispiel mit einem Jeansrock oder halt mit damit so Sandaletten oder mit der hellen Jeans wird auf jeden Fall richtig cool rocken im Sommer und ich mag einfach die Farbe, also ich mag nicht so grünliches Camouflage, aber das finde ich halt sehr schön, weil das halt einfach so fröhlich, girly-mäßig wirkt und das gefällt mir sehr gut. Dann habe ich mir halt auch solche Basic Tops mitgenommen, einmal so ein schwarzes mit so, boah, wenn ich irgendwas Schwarzes nehme, wäre ich richtig hell im Monitor. Mit so einem Reißverschluss und das habe ich bisher noch nicht getragen, aber ich glaube im Sommer wird das auf jeden Fall öfters rausgekramt werden. Ich finde es cool, dass man breitere Träger bekommt, weil dadurch kann man den BH sehr gut verstecken. Und ich habe mir das Top auch in Weiß geholt. Zwar nicht das gleiche, das war eine andere Ausführung, aber mir hat das total gefallen und ich habe mir nämlich einen richtig geilen Jeansrock gekauft. Ich habe sehr, sehr lange nach einem Jeansrock gesucht und ich wollte etwas haben, was ein bisschen länger ist und was gut sitzt und ich habe einen bei New Yorker entdeckt und zwar ist es dieser hier. Und der sitzt einfach perfekt. Ich finde den total cool und stylisch. Der hat hier halt dann auch, wie ihr im Spiegel seht, hatte hier halt noch so Fransen und es hat hier vorne so einen kleinen offenen Schlitz und dann mit Stilettos und einer schönen Handtasche. Zum Beispiel diese Handtasche habe ich auch vom Primark. Ich finde die ziemlich cool und stylisch und so würde ich dann zum Beispiel zu einem Open Air Festival gehen, also ein paar Cocktails schlürfen, ein Sektchen, natürlich noch mit Selbstbräuner, weil im Moment bin ich sehr, sehr, sehr blass. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich das bei den ersten warmen Temperaturen draußen rocken kann. Das wird auf jeden Fall ein mega Spaß. Und ich mag einfach den Rock, weil er halt auch so eine gewisse Länge hat. Also man ist nicht so die ganze Zeit so am Zuppeln und er macht einen schönen Booty. Und das ist mir immer sehr wichtig. So, das wird jetzt das letzte angezogene Outfit sein. Und zwar ist das dieses rote Kleid. Das gibt es auch gerade bei New Yorker, so wie den Rock auch. Und ich habe das gesehen und war erst so ein bisschen, Dann habe ich es angezogen und habe mich sofort verliebt. Der Stoff ist super angenehm, super weich und er formt aber auch ein bisschen. Das heißt, er gibt so ein bisschen, so habe ich das Gefühl, dass er so ein bisschen die Figur halt formt und alles so ein bisschen, ja, einfach so einen schönen Effekt auf den Körper gibt und das gefällt mir an dem Kleid sehr gut. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, es ist sehr, ja, es ist schon ein bisschen sehr durchsichtig. Also man sollte schon vielleicht so einen hautfarbenen Tanga oder sowas anziehen, damit man das nicht so doll sieht, weil mit einem Dunkeln, das zeichnet sich halt ab. Oder man lässt ihn einfach weg. Aber ich freue mich schon darauf, das Kleid zu tragen mit so beigen Stilettos oder mit so beigen Veggie-Schuhe. Ihr wisst schon, was ich meine, also die mit dem Plateau. Und der Stoff ist wirklich sehr angenehm und auch die Länge finde ich halt schön. Weil oft hatte ich immer das Gefühl, so gerade Kleider bei New Yorker sind mir immer ein bisschen zu kurz. Aber von der Länge, bei dem Kleid geht es.
Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das so die ganze Zeit hochrutscht. Dann möchte ich euch zu dem Kleid auch noch ein Accessoire zeigen, und zwar diese Handtasche. Diese Handtasche sieht aus wie so eine Gürteltasche. Und ich persönlich bin überhaupt kein Gürteltaschentyp. Aber das fand ich einfach mega cool, weil man kann die auf jeden Fall tragen wie eine normale Handtasche. Aber sie hat halt diesen Gürteltaschenoptik. Und zum Beispiel das mit dem roten Kleid finde ich eine ziemlich coole Kombination. Das könnte man jetzt zum Beispiel auch mit Turnschuhen anziehen oder mit diesen Leopardenschuhen, die ich euch gezeigt habe. Und aber ich würde, wenn ich ein Kleid trage, dann möchte ich es gerne irgendwie elegant haben. Das heißt, ich würde es halt wahrscheinlich mit hohen Schuhen oder mit Stilettos oder so, ne, kombinieren. Und aber mit der Tasche, hello. Hallo, die ist vom Primark, die kostete 8 Euro. Ihr süßen Mäuse, ja, nun habt ihr meine neuesten Outfits gesehen und ihr werdet die bestimmt auch bald in meinen nächsten Videos sehen. Ich fühle mich gut vorbereitet für den Frühling und für den Sommer und ich weiß nicht, ob ich mir jetzt noch was kaufen werde, aber eigentlich bin ich so gut ausgestattet mit den Sachen, die ich habe, und mit denen kann ich das gut kombinieren und werde halt gute Outfit zusammenstellen können. Das werdet ihr ja auch hier in meinen Videos sehen. Und deswegen freue ich mich, dass ich halt so schöne Sachen gefunden habe, die auch so ein bisschen für mich persönlich halt so universal sind. Das heißt, dass ich die halt auch länger tragen kann. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob etwas was für euch dabei war. Wie schon gesagt, das ist ein ganz aktueller Haul. Die meisten Sachen, die ich euch hier gezeigt habe, waren von New Yorker und von Primark und von Deichmann. Das heißt, falls ihr da was gesehen habt, was euch gefällt, dann fahrt auf jeden Fall schnell vorbei, weil manche Sachen sind auch im Set. Aber es gibt sie jetzt gerade noch und ich hoffe, ihr hattet so ein paar Anregungen. Wenn ja, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch an mir am besten gefallen hat. Und vergesst nicht, die Glocke zu abonnieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass es euch gibt und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!